Theropoden aus der Trias. Los geht's. Nummer 6. La Quintasaura. La Quintasaura lebte vor rund 200 Millionen Jahren in Venezuela. Er war 0,3 Meter groß und 1 Meter lang. Er erreichte ein Gewicht von 3 Kilogramm. Nummer 5. Eoraptor. Eoraptor lebte vor 235 bis 228 Millionen Jahren in Argentinien. Er erreichte eine Größe von 1,5 Metern und eine Länge von 1 Meter. Er wog ca. 10 Kilogramm. Nummer 4. Coelophysis. Coelophysis lebte vor 228 bis 201 Millionen Jahren in Nordamerika. Er erreichte eine Größe von 1 Meter und eine Länge von bis zu 2,5 Metern. Coelophysis wog ca. 25 Kilogramm. Nummer 3. Lilien-Sternus. Er lebte vor 214 bis vor 208 Millionen Jahren in Deutschland. Er war 1,5 Meter groß und 5 Meter lang. Lilien-Sternus wog ca. 140 Kilogramm. Nummer 2. Hererasaurus. Hererasaurus lebte vor 225 bis vor 213 Millionen Jahren in Argentinien. Er war 2 Meter groß und ungefähr 4 Meter lang. Sein Gewicht schätzt man auf 280 Kilogramm. Da sind wir auch schon bei der Nummer 1, und zwar ist es Dilophosaurus. Er lebte vor 201 bis 190 Millionen Jahren in Arizona. Er erreichte eine Größe von 2 Meter und eine Länge von bis zu 6 Meter. Sein Gewicht wird auf 500 Kilogramm geschätzt. Das waren aber auch schon die Top-Theropoden aus der Trias. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich wirklich freuen. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.